Ganz genau. Der Platz seines schwarzen Bruders befindet sich an der Mauer. Seid gegrüßt, Euer Lordschaft der Nachtwache. Gut gemacht. Ein weiterer Narr tappt in unsere Falle. Mir gefällt dein Ton nicht. Oh, kein Grund, die Fassung zu verlieren. Wenn ihr kooperiert, werden wir euch nichts antun. Gebt mir eure Geldbörse, Stiefel, Waffen und alle anderen Wertgegenstände. Ihr raubt also alle aus, die hier vorbeikommen. Es ist gewissermaßen ein Familienunternehmen. Ich verstehe. Die Jüngeren lassen sich zurückfallen und ihr erledigt den Rest. Ganz genau. Und wir fangen gerade an, richtig gut zu werden in dem, was wir tun. Heute scheint nicht gerade euer Glückstag zu sein. Wenn uns euer wieselflinker Kamerad nicht durch die Lappen gegangen wäre, wären wir uns wahrscheinlich nie begegnet. Sprichst du von einem Bruder der Nachtwache? Ja, wir haben ihn eine Weile verfolgt, aber er ist uns entkommen. Doch ihr werdet den Verlust mehr als wettmachen. Da wäre ich mir nicht so sicher. Seid ihr schon einmal einem Mann begegnet, den man besser in Ruhe lässt? Ich bin ein solcher. Der Kerl ist total verrückt. Zwei kleine Welpen und ihr Vater. Ich werde nicht einmal ins Schwitzen kommen. Ihr habt recht. Je mehr irre, desto besser. Hier entlang, mein Freund. Wir haben Kundschaft. Da täuscht ihr euch. Da ihr nicht kooperieren wollt, bedienen wir uns einfach selbst. Was ist denn hier heute los? Warum tickt denn mein PC so? Durchdringend. Ich habe ehrlich gesagt keinen Bock zu sterben. Mensch, das nervt jetzt aber hier mit meinem PC. Das nervt jetzt natürlich extremst. Das nervt sogar richtig. Warum das jetzt hier mit meinem PC, warum der gerade so rumzickt, verstehe ich nicht. Ist auch irgendwie nicht Sinn und Zweck der Sache. Aber ich vermute, dass es damit zu tun hat, dass die Festplatte aufgrund der vielen Aufnahmen, die ich gerade gemacht habe, ein bisschen voll ist. Weil, ich meine, ich nehme jetzt seit 90 Minuten auf und habe 62 GB hier in der Hand. Tja. Das ist irgendwie nicht ganz so zum Zweck der Sache. Achso, ich bin jetzt wieder mit... Ah, scheiße, hier sind wir jetzt erst wieder. Gut. Wenn wir denn hier durchlaufen. Dieser Kerl scheint nervös zu sein. Blablabla, das kennen wir jetzt ja. Ich kann seine Aggressivität spüren. So. Das nervt natürlich, wenn man hier alles so doppelt und dreifach machen Ach, muss. Nur so. Ah, nee. So, hier war das Feuer und wir gehen jetzt einfach mal ganz gepflegt daran vorbei. Wir gehen jetzt hier einfach mal ganz gepflegt daran vorbei. Bist du sicher, dass die Beute niemand findet? Ja. Dass wir es überleben werden. Indem wir sie nicht anquatschen, dann könnten wir nämlich damit dem Kampf entgehen. Was ja auch in irgendeiner Form von Vorteil wäre. Oder der Kampf ist vorprogrammiert. Das wäre natürlich dann ärgerlich, aber nicht zu ändern. Ach ja. Wandern wir einfach mal hier durch. Freddy ist ja hier.
ganz schön das Ende gerannt. Na gut, also ich sag mal so, ne, ich hätte auch so ein bisschen Schiss da jetzt gerade gehabt. In der Situation, so ein Haufen Wildlinge. Nicht alle Männer sind so tapfer wie Morse. Aber man kann sich ein Vorbild an ihm geben. So, das scheint jetzt hier eine längere Runde zu werden, deswegen speichere ich jetzt. Was ist das jetzt? Nanu! Ich speichere hier jetzt mal ganz kurz an dieser Stelle. Einfach um sicher zu gehen, dass wir hier nicht alles doppelt und dreifach zocken müssen. Weil das wäre natürlich ziemlich ungeil. Müssen wir nicht die Spuren so voll? Ich glaube, wir laufen gerade die ganze Zeit falsch herum. Okay, also müssen wir hier so lang wandern. Ja, das ist jetzt ein bisschen langweilig, ne? Ist ja auch, glaube ich, nur für den Singleplayer ausgelegt. Und nicht jedes Spiel eignet sich hundertprozentig zum Let's Playen. Ich sag mal so, also ein Let's Play-Traum ist natürlich Minecraft. Ne? Keine Dialoge, keine Story, nix. Einfach nur rumwandern, bauen, Blöcke zerkloppen. Ich spiele sehr gerne Minecraft, aber ich bin auch der Ansicht, es wäre dämlich... Hoppsa, was ist das hier? Es wäre dämlich, Minecraft zu Let's Playen, weil es schon so viele gemacht haben. Entleere deine Taschen, sofort! Kommt nicht näher! Ich tue, was ich will! Ich habe seit gestern nichts gegessen. Bei den sieben Höllen! Ich weiß nur zu gut, okay, was ich hier tue. Ihr werdet es allen... Bei den sieben fällt ein Glück. Ich bin fertig mit diesem Feigling. Es wird Zeit, dass ich zurückkehre und Mormont von der Eismark-Mission berichte. Gut, dann müssen wir jetzt mal zur Schwarzen Festung zurückkehren. Dafür sollten wir uns gepflegt um 180 Grad drehen. Ja, ja. Ja, ja, so ist das nun mal. Ja, genau, und wir wünschen jetzt natürlich zur Schwarzen Festung der Nachtwache. Wie kommen wir da jetzt am besten hin? Ah, so, ach ja, genau, wir dürfen ja nicht direkt auf den Namen klicken, sondern immer nur auf das Symbol. Hahaha. Ha, ha. Ja, aber wie gesagt, Minecraft, das wurde so oft Let's Played, getestet, gemacht, getan. Das wäre dämlich, wenn ich das jetzt machen würde. Weil egal, was man macht, ne, man kopiert automatisch irgendwas von anderen und dann am Ende den Ruf wegzuhaben, das ist ein Kopierer oder der macht Abklatsch, das will ich nicht. Ah, Morse, der Lord Kommandant erwartet dich. Er hat mich auf die Suche nach dir geschickt und angeordnet, dass du bei deiner Ankunft sofort zu ihm kommst. Mormont wird sich einen Moment gedulden müssen. Es gibt einige Dinge, die ich erledigen muss, bevor ich zu ihm gehe. Nun gut, Morse. Einer der Männer der Halbhand berichtete uns von den Ereignissen aus Eismark. Ja, also ich weiß, das wäre dämlich, ich möchte das auch nicht. Ne? Dich aufwärmen, also bleibe ich lieber bei meinen kleinen Rollenspielchen hier. In Game of Thrones. Oder andere. Ich meine, hey, die sind denn wirklich gut. Was ich nicht verstehe, ist, warum müssen wir jetzt hier erst so viele tausend Sachen erledigen? Ja, ja. Ja, ja. Nee. Mal gucken, vielleicht finden sich auch noch andere nette kleine Spielchen, die ich Let's Playen kann. Portal 1 zum Beispiel habe ich mir gerade runtergeladen, weil ich ja den zweiten gerade fertig Let's Play habe, wie schon erzählt. Und da wäre es ja vielleicht mal ganz interessant zu sehen, wie die Entwickler den ersten Teil produziert haben. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, das würde sich doch anbieten zum Let's Playen. Deswegen, ich würde das ganz gerne in Angriff nehmen. Und, ja,
Kann ich mit ihm reden? Ich habe es gejagt. Es gehört nur mir alleine. Wenn ihr was davon abhaben wollt, müsst ihr mich freundlich darum bitten. Also ganz fleißig. Na und L.A. Noire habe ich mir gerade geholt. Ich weiß nicht, ob das kennt ihr bestimmt. L.A. Noire ist ja relativ bekannt. Wo müssen wir denn da hin? Oh, ins zweite Stockwerk. Na super. Dass das aber auch nie auf diesen Karten draufsteht. Ja, Hey, da geht's jetzt schon. Ja, also das könnte man auch eventuell nochmal let's playen. Wenn ihr Anreize, Ideen oder Bitten habt, was ich let's playen soll, dann schreibt's einfach in die YouTube-Kommentare. Und, ja, ich guck mir das dann an und werde dann überlegen, ob ich's let's playe oder nicht. Aber ich gehe mal davon aus, dass ich's machen werde. So, und hier ist Mormont. Jeoa, Lothor sagte mir, dass du mich sofort sehen wolltest. Ja, einer von Corin Halbhands Männern traf vor dir ein und erzählte mir, was in Eismark geschehen ist. Hast du Poddy oder seine Überreste gefunden? Poddy ist tot. Nun gut, ich vertraue dir. Also hat kein einziger dieser Grünschnäbel den ersten Tag als Bruder der Nachtwache überlebt. Für den Moment weiß ich genug darüber, was dort geschehen ist. Moss, wir müssen noch eine andere Angelegenheit besprechen. Ich weiß nicht, ob du unten die Soldaten mit dem blauen Wappenröcken gesehen hast. Sie gehören zu den Männern von Jon Arryn, der Hand des Königs. Ah, die Männer, von denen du mir erzählt hast, bevor ich nach Eismark aufgebrochen bin? Die Männer, die mich sehen wollten? Ja, dieser Nachricht zufolge suchten sie nach einem der Helden der Schlacht am Hirschberg. Du bist hier der Einzige, auf den diese Beschreibung passt. Wissen wir mehr darüber, was sie von mir wollen? Ja, sie übergaben mir einen Brief von Jon Arryn. Lieber Freund, leider habe ich keine guten Neuigkeiten. Ich kann mir vorstellen, dass es keine einfache Entscheidung war, sich der Nachtwache anzuschließen. Ich habe deine Entscheidung respektiert, ohne sie zu hinterfragen, weil ich dankbar war, dass du überhaupt noch am Leben bist. Die dunkle Stunde liegt über uns, ganz gleich, wie weit du gehst oder wie viele Jahre du vorüberziehen. Für mich wirst du immer der Held vom Hirschberg sein, der Mann, der an meiner Stelle, an meiner Seite kämpfte. Und diesem Mann schreibe ich heute. Hier nehmen die Dinge langsam Gestalt an, und das Finale wird sehr schwer werden. Ich mache mir Sorgen um das Reich, denn seine Feinde sammeln sich in den Schatten, um sich auf den Angriff vorzubereiten. Vielleicht bin ich im Laufe der Jahre zu vorsichtig geworden, aber du kennst mich, und ich bin zu alt, um mich zu ändern. Ich habe Angst um mein Leben. Vor nicht allzu langer Zeit habe ich von einer jungen Frau mit großer Bedeutung erfahren. Leider kann ich dir weder mehr berichten, noch ihren Schutz gewährleisten, so misstrauisch bin ich gegenüber den Menschen, die mich umgeben. Du musst sie für mich finden und sie schützen. Ich vertraue dir, mein Freund, und das Schicksal des Reiches liegt in deinen Händen. Der Überbringer dieses Briefes, Sir Godrick, ist vertrauenswürdig. Er wird mit dem Lordkommandanten Jean Mormont sprechen, um über alles Nötige für deine Aufgabe zu arrangieren. Er wird dich auf der Suche nach ihr begleiten. Ich habe das Mädchen zur Mauer schicken lassen, damit sie dich dort trifft. Sie befindet sich an einem Ort, an dem du deinen Brüdern nie folgen würdest. In der Dunkelheit, die du stets mit einem Gedanken an deine Frau Tjerena aus deiner Seele vertrieben hast. Ich wünsche dir viel Glück, Jon Arryn. Na Mensch, das klingt doch gut. Arryn, dieser gerissene alte Fuchs hat sich kein bisschen geändert. 15 Jahre habe ich nichts von ihm gehört, und nun bittet er mich plötzlich um einen Gefallen. Ich bin nicht einmal überrascht. Warum erhältst du eine persönliche Nachricht von der Hand des Königs? Er ist ein alter Freund. In Robert Baratheons Rebellion kämpften wir Seite an Seite. Er hat mir mehr als einmal das Leben gerettet. Es gibt da einen Abschnitt, den ich nicht verstehe. In ihm werden eine Frau, die Dunkelheit und deine Gemahlin Serena erwähnt. Was hat das zu bedeuten? Arryn ist ein helles Köpfchen. Diese Nachricht kann nur ich entschlüsseln. Während des Krieges, als wir zusammen kämpften, kam ich kein einziges Mal auf die Dienste einer Hure zurück.
Arin wusste das und zog mich damit auf. Er sagte immer, ich würde die Dunkelheit fürchten, die Bordellen lauert. Ich antwortete ihm, dass nur ein Gedanke an meine Frau ausreichend sei, um jede Dunkelheit zu vertreiben. Die Frau, die an seinem Brief erwähnt, muss in einem Bordell unter den Huren versteckt sein. Das einzige mir bekannte Bordell in der Nähe befindet sich in Mullwarft. Der alte Arin kennt mich gut. Auch 15 Jahre später bin ich meiner Frau noch treu. Es ist gut, dass du die Sittsamkeit unseres Ordens in Ehren hältst, Moss. Aber tust du das aus den richtigen Beweggründen? Unser Eid ist eindeutig. Wir müssen unsere Familien zurücklassen. Wenn du deinem Eid treu bleibst, dann nicht wegen deiner Liebe zu Serena, sondern weil du die Nachtwache respektierst. Ich weiß, Geo, wir haben das schon 1000 Mal besprochen. Aber ich kann sie nicht vergessen. Wie dem auch sei, er muss sich in ernster Gefahr wähnen, wenn er eine derart kryptische Nachricht verfasst. Das verheißt nichts Gutes. Ich habe mit seinem Gesandten gesprochen, Sir Godric Dornhall. Er hat mich davon überzeugt, dass sein Auftrag nicht im Widerspruch zu unseren Pflichten steht. Und wenn wir ihnen helfen, wird Arin König Robert davon überzeugen, die Rekruten, Materialien und Vorräte zu schicken, die wir so dringend brauchen. Mullwarft liegt in der Schenkung, unter der Jurisdiktion der Nachtwache. Du hast meine Erlaubnis, dich mit Sir Godric auf den Weg dorthin zu machen. Danke, Geo. Endlich werde ich meine Schuld John Arin gegenüber begleichen können. Vergiss nicht, Moss. Die Nachtwache mischt sich nicht in Politik ein. Wenn du etwas aus irgendeinem Grund verdächtig findest, kehre zur schwarzen Festung zurück. In also Ordnung. War nichts mehr hier mit werde ich mich auf die Suche nach diesem Godric machen. Kümmern uns gleich darum, hätte ich ja wissen können, dass wir im Gasthaus. Oder es ist ja eigentlich kein richtiges Gasthaus, wenn in der Nachtwachenschenke. Da, dass wir da alles finden, was wir brauchen.